Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich stelle dir hier jetzt das System von Hikzi Power vor und auch die einzelnen Komponenten, aber wir werfen besonders einen Blick auf das All-in-One-System. Modularer Aufbau mit Hybridwechselrichter und Ersatzstromfunktion inklusive. Viel Spaß, ich schaue mir das jetzt an. So, wir schauen uns jetzt hier das neue All-in-One-System von Hikzi Power an. Und hier oben ist der Wechselrichter drin, das BMS und auch die Umschaltfunktion für den Notstrom. Die Wechselrichter, das sind Hybridwechselrichter, sind in verschiedenen Größen erhältlich, 6, 9, 12 und 15 und können jeweils mit 160% belegt werden. Das heißt, beim 6 kW Wechselrichter kann auf dem Dach maximal circa, also 9,6 Kilowatt Peak installiert werden und bei den anderen dementsprechend auch überbelegt werden. Der Speicher ist modular aufgebaut und zwar immer in 5,3 Kilowattstunden Schritten. Das heißt, jedes Modul 5,3 Kilowattstunden und bei einer Speichergröße jetzt von 10,6 Kilowattstunden beispielsweise haben wir hier eine B- und Entladeleistung von 6,6 kW. Pro Modul, also 3,3 kW B- und Entladeleistung. Und an der Seite sind hier Sicherheitsventile eingebaut. Das heißt, wenn hier ein Überdruck entstehen sollte, dann wird das erkannt. Der Überdruck kann entweichen, sodass es zu keiner Explosion kommt. Und außerdem ist hier ein Smoke-Detektor drin, das wurde mir erzählt. Und der sorgt natürlich auch für eine Form von Sicherheit, weil er dann auch über die App dich informiert, dass ein Problem vorliegt und vor allen Dingen auch alles automatisch sofort ausschaltet, dass die DC-Seite vom Dach getrennt wird und das System also abgeschaltet wird. Wir schauen uns jetzt mal noch ein paar andere Sachen an hier, sprechen auch gleich noch mal kurz über dynamische Preise, ob die hier eingebunden werden können. Und ich zeige euch jetzt aber auch noch mal die Hybridwechselrichter, die es auch separat gibt, denn das ist das All-in-One-Paket. Und Hikzi Power bietet auch einzelne Hybridwechselrichter, Stringwechselrichter und auch Balkonkraftwerklösungen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Hikzi Power bietet verschiedene Mikrowechselrichter an. Dieser hier ist jetzt nicht für ein Balkonkraftwerk geeignet, aber mit 1600, 1800 oder 2000 Watt Output ist es möglich, mit diesem Mikrowechselrichter, an denen dann 4 Module angeschlossen werden können, auch das All-in-One-System zu integrieren. Das heißt, diese Lösung kann genommen werden, um auch einen Speicher anzuschließen. Außerdem haben wir hier drüben noch ein paar andere Mikrowechselrichtergrößen. Das sind dann eher die, die wir auch für den Balkon nutzen können, für das Balkonkraftwerk. Und hier haben wir einmal den 1-in-1-Mikroinverter. Das heißt, ein Modul kann hier angeschlossen werden und dann AC-seitig haben wir den Output. Hier drüben haben wir dann nochmal 2 Inputs. Das heißt, 2 Solarmodule, 2 Panels können angeschlossen werden und dann auch mit dem AC-Output ans Hausnetz angeschlossen werden. Die Datenblätter zu den unterschiedlichen Geräten findet ihr hier unter dem Video verlinkt. Da findet ihr dann auch noch ausführliche Informationen. Wir schauen uns jetzt mal die Stringwechselrichter und die Hybridwechselrichter noch an. Hier sehen wir die unterschiedlichen Stringwechselrichter von Hikzi Power. Angefangen bei 3 bis 12 kW, rüber bis maximal 30 bis 50 kW mit unterschiedlichen Eingangsmöglichkeiten auch. Also wir haben hier bei dem ersten, beim kleinsten Modell, die Möglichkeit, 2 Strings anzuschließen. Hier haben wir die Möglichkeit, schon 4 Inputs zu haben, aber mit 2 MPP-Trackern. Und hier sind es insgesamt 2, 4, 6, 8 Strings, die angeschlossen werden können mit 4 MPP-Trackern, also zum Beispiel große Dachanlagen, verschiedene Ausrichtungen sind hiermit locker machbar. Jetzt gucken wir uns die Hybridwechselrichter an, denn das sind ja Stringwechselrichter, hier kann keine Batterie angeschlossen werden. Hier haben wir die unterschiedlichen Hybridwechselrichter, die dann natürlich auch genutzt werden können, um eine Batterie mit einzubinden. Und von 3,8 kW bis 15 bzw. 25 kW. Und hier sind wieder unterschiedlich viele Eingänge. Wir haben hier die Möglichkeit, 2 Strings anzuschließen und ein Batterieoutput. Hier dann schon 3 Strings plus den Batterieoutput. Und hier dann 4 Strings und den Batterieoutput, um die Batterie zu beladen oder zu entladen. Auch hierzu wieder die Datenblätter natürlich unter dem Video. Und jetzt möchte ich noch mal kurz klären, ob man hier auch dynamische Strompreise einbinden kann. Ich weiß, die Schnittstellen sind mit API auf jeden Fall einbindbar. Und die App gibt es auch natürlich, dass man die Stromflüsse sehen kann. Ich habe es schon erwähnt, wenn Sicherheitsprobleme da sind, dann wird das sofort angezeigt. Auch in der App zu erkennen ist übrigens, wenn das System off-grid ist. Und jetzt klären wir mal noch die Frage nach dynamischen Stromtarifen. Was für ganz viele Nutzer auch noch total spannend ist, weil es sehr aktuell ist, und auch attraktiv, die Einbindung von dynamischen Strompreisen. Könnt ihr das schon? Das ist ein sehr spannendes Thema eigentlich, auch für mich selber. Weil man kann diese Batterie einfach nutzen und austauschen mit Marktinformationen von zum Beispiel LG Markt.
und Trading, Power Trading, das ist sehr, ja, sehr spannendes Thema. Ja, wir können das machen. Zum Beispiel in Niederlanden haben wir schon mal mit einer Third Party, so dritte Partei Anbieter zusammenarbeiten, unsere Hardware, die Software und dann kombiniert, die kann, ja, man kann die End-User schon mal nutzen. Ja. Ja, das war die Vorstellung hier von Hikesy Power. Ihr habt das All-in-One-System kennengelernt. Ich habe euch die Mikrowechselrichter gezeigt, String-Wechselrichter und Hybrid-Wechselrichter. Für mehr Informationen gibt es die Datenblätter, wie gesagt, unterm Video. Und jetzt sage ich bis bald, sonnige Grüße.